Aber kann die Jugend in einer immer älter werdenden Gesellschaft die Pensionen tatsächlich noch stemmen? Und wie geht es den Jungen grundsätzlich mit den Alten? Gibt es sowas wie einen Generationenkonflikt? Um diese Fragen zu erörtern, habe ich stellvertretend für viele aus der Generation Z den Jugendsprecher der Gemeinde Liebenau, Benedikt Mietmannsgruber, zu mir ins Studio eingeladen. Ja, vielen Dank, Herr Mietmannsgruber, dass Sie extra aus dem Münchner angereist sind. Hallo, Herr Peter Klien. Herr Mietmannsgruber, in Ihrer Heimatregion ist ja die Überalterung der Gesellschaft besonders spürbar. Woran kann man das vielleicht festmachen? Das stimmt wirklich. Also der Altersdurchschnitt in meinem Heimatort, in Liebenau, der beträgt jetzt, ohne groß zu übertreiben, ungefähr 104 Jahre. In der jungen ÖVP. Da ist mein Opa der Vorsitzende. Der Altersdurchschnitt in meinem Heimatort, der beträgt, wie gesagt, 104 Jahre. Deswegen ist alles auf alte Leute ausgelegt. Im Sommer gibt es immer Ferien, Passaktionen, speziell für Senioren. Also da mich darum kümmert als Jugendsprecher. Und da sind immer ganz liebe Aktionen dabei. Im August haben sie zum Beispiel alle gemeinsam einen Sarg geschnitzt. Also jeder seinen eigenen. Nun ist ja das neue türkis-grüne Pensionspaket da beschlossen worden. Wie stehen Sie da dazu? Ich finde es eigentlich super, wenn meine Großeltern mehr Pension kriegen. Vielleicht können sie dann endlich mal auf Urlaub fahren. In der 500-jährigen Geschichte von der Familie Mittenmannsgruber hat nämlich bis jetzt noch nie das Mühlviertel verlassen. Meine Familie lebt seit 500 Jahren immer am selben Platz. Sie sind nicht einmal umgezogen. Es ist nie irgendwer von außerhalb dazugekommen. In meiner Familie hat generell nie irgendwer das Mühlviertel verlassen. Bis jetzt nur einmal. Und da ist mein Uropa kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika ausgewandert. Wegen der Arbeit. Ja, und wie kommentieren Sie die Bundespräsidentenwahl aus Sicht der jungen Bevölkerung? Dominik Vlasny hat ja in Ihrer Altersgruppe sogar den zweiten Platz belegt, während ja Van der Bellens Vorsprung in der 60-Plus-Generation besonders groß gewesen ist. Ja, in meinem Heimatort liegt die Alkoholikerquote bei 85%. Da sind wir alle sehr stolz drauf. In Oberösterreich liegen wir so von alle Gemeinden auf Platz 7. Genau. Und deswegen, wie die Leute gehört haben, dass da einer von der Bierpartei antritt, das hat einer schon gereicht. So. Bei uns hat Dominik Vlasny über 60% erreicht. Die anderen 40% haben Kurt Waldheim gehört. Der ist bei uns im Mühlviertel nach wie vor sehr beliebt. Verstehe. Ja, Van der Bellen hat angekündigt, dass er sich in seiner zweiten Amtszeit vor allem dem Thema Klimawandel widmen möchte. Das ist ja gerade für die Jugend, glaube ich, das zentrale Thema. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gelesen, dass sogar Netflix extrem klimaschädlich ist. Also Netflix verursacht anscheinend in einem Jahr genauso viel CO2-Emissionen wie das komplette Land Spanien in 365 Tagen. Das ist auch ein Jahr. Und wie das... Kleiner Gag. Wie ich das gelesen habe, habe ich dann mein eigenes Leben total hinterfragt und ich lebe seitdem wirklich viel bewusster. Also ich habe mich da von einer Dokumentation inspirieren lassen. Falls die irgendwen interessiert, die ist gerade auf Netflix. Ja, und was ist Ihrer Meinung nach ein Thema, das die Politik viel zu wenig behandelt? Also ein Punkt, der viel zu selten angesprochen wird, sind leistbare Norwegerpullis. Ich finde, jetzt in der Energiekrise sollte sich jeder junge Mensch einen Norwegerpullover leisten können. So. Gut, also dann ja, vielen Dank an den Jugendsprecher der Gemeinde Liebenau im oberösterreichischen Mühlviertel, Benedikt Mietmannsgruber. Sehr gerne. Danke.